Der Goldpreis zieht deutlich an, das Kaufsignal wurde ausgelöst und wir gucken uns jetzt an, wo ein Einstieg noch sinnvoll ist. Sie hören, meine Stimme ist etwas angeschlagen, deswegen fasse ich mich wieder kurz und knackig. Ich will nicht Ihre Zeit verschwenden, ich will, dass Sie Mehrwert von diesem Video haben. Und deswegen zuerst der Blick auf den Goldpreis, Gold Future auf Stundenbasis. Da hatten wir zuletzt gesagt, hier haben wir eine schöne Seitwärtsbewegung. Innerhalb der Seitwärtsbewegung ist also übergeordneter Aufwärtstrend, Seitwärtsbewegung. So, da ist das Unterstützungsniveau, das ist Kaufniveau. Wir hatten uns den Goldpreis hier ungefähr angesehen, dann haben wir das Niveau nochmal angelaufen. Also dort wäre optimaler Einstieg gewesen. Und das eigentliche Kaufsignal, das wurde jetzt ausgelöst. Nämlich der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung über diese markanten Widerstände. Und da hatte ich zuletzt auch gesagt, optimalerweise gefolgt mit großem Handelsvolumen. Und das haben wir hier gesehen. Das heißt, Kaufinteresse ist auf jeden Fall da. Das ist gegeben. Macht ein Einstieg jetzt Sinn? Ich steige gerne auf einer oder an einer guten Trade Location ein. Denn ihr wisst, das Chance-Risiko-Verhältnis, das muss passen. Wohin die Reise gehen kann, gucken wir uns gleich an. Das Potenzial ist aus rein rechnischer Sicht das, was so wahrscheinlich ist. Das ist jetzt nicht mehr so super hoch. Trotzdem kann man noch einen wunderbaren Trade daraus machen. Aber dafür warte ich auf einen Rücksetzer. Und zwar hier dieses alte Widerstandsniveau, das wird jetzt zur Unterstützung. Das haben wir hier ja in der Vergangenheit auch schon gesehen. Diese markanten Hochs, nachdem sie überschritten wurden, wurden zur Unterstützung, wurden zur Unterstützung. So. Und genau das plane ich jetzt. Das heißt, wird das Unterstützungsniveau 2570 US-Dollar, wird das angelaufen? Da kann man Kauflimit platzieren. Den Stop-Loss, den setzen wir unter dieses Unterstützungsniveau. Zum Beispiel 2550. So, da hätten wir 20 US-Dollar an Stop-Loss. Und jetzt brauchen wir noch ein valides Kursziel und das gucken wir uns im Tageschart an. Und mit einem validen Kursziel meine ich das, was wahrscheinlich ist. Keine Traumschlösser, die wir uns da bauen, sondern wir gucken uns an, wo haben wir eine gute Chance, dass der Markt das tatsächlich auch anläuft. Und dazu, hier wieder was zu lernen, gibt es, wenn man sich so Seitwärtsbewegung anguckt. Hier hatten wir mal diese große 2021 bis 2024 Seitwärtsbewegung, das mal nach oben projiziert. So bekommen wir schon mal ein gutes Gefühl, was möglich ist. Weil hier hat es auch tatsächlich im ersten Anlauf das erste Kästchen, das erste Projektionsziel wurde ziemlich genau angelaufen und dann gab es erstmal wieder nur diese Range, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Das funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht ja darum, dass wir in ungefähr ausloten können, wie wahrscheinlich ist es oder wohin läuft der Markt wahrscheinlich? Und da nehmen wir Gewinne mit. Chance-Risiko-Verhältnis, wie gesagt, das muss passen. Und jetzt diese Seitwärtsbewegung zweimal nach oben projiziert, da wären wir bei 2800 US-Dollar. Dann habe ich mal noch ausgemessen, hier diese Aufwärtsbewegung, die ist 2018 roundabout bis 20. Mitte 2020 gegeben hat. Die mal nach oben projiziert, da sind wir bei 3000 US-Dollar. 3000 US-Dollar ist natürlich auch nochmal so eine magische Marke. Diese runden Marken, die sind, ja, die wirken oft wie Magnete quasi, ne? Da wollen die Käufer noch hin. Und deswegen liegt ein Preisniveau, was gut erreicht wird, wo wir gute Chancen haben, liegt bei 2800 bis 3000 US-Dollar. So, und dann können wir uns angucken, was hatten wir eben gesagt, an Stop-Loss haben wir 20 Dollar, an Kursziel haben wir noch etwas mehr, also von daher haben wir ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, aber entsprechend, ich persönlich warte da auf die gute Trade-Location. Und jetzt noch eine interessante Geschichte, und zwar viele von euch interessieren sich ja auch für Uran, das weiß ich. Und im Uran, ich habe jetzt mal hier den Sprott Physical Uranium ETC genommen. Da hat man auch hier, ne, so eine Seitwärtsbewegung, kann man jetzt nicht mehr so gut erkennen. Dann der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Und hier ist gut zu sehen, der Rücksetzer. Hier gab es da so Mini-Rücksetzer auf dieses Ausbruchsniveau, es war aber eher schwierig. Der muss nicht zwingend kommen, dieser Rücksetzer. Aber wir sehen ihn immer wieder. Und wir sind jetzt aktuell im Goldpreis sind wir ja zu spät. Aber hier sehen wir mal, was nach so einer Seitwärtsbewegung einfach möglich ist, ne?
entsteht ein neuer Trend. So, und da hatten wir Bewegung, jetzt so eine Korrekturformation und nach unten hin lässt der Verkaufsdruck aktuell nach. Und damit haben wir eine gute Chance im Uran, dass wir hier jetzt eine längerfristige Bodenbildung abgeschlossen haben, um dann wieder in Richtung 31, 32, neues Hoch, auch gut möglich. Ich wurde zuletzt immer wieder gefragt, beziehungsweise es kamen ein paar Kommentare. Mario, bietest du nicht mal irgendwann einen Trading-Service an? Also, sag mal, ich gebe vor, hier das und das kaufe ich an dem und dem Preis, setze da einen Stop-Loss, da und da das Kursziel. Grundsätzlich ist es eigentlich nicht mein Ding, weil mir war es bislang immer wichtig, ja, das Fischen beizubringen und nicht die Fische zu verschenken. So. Und jetzt interessiert mich aber, ob da tatsächlich Interesse dran besteht. Und ich habe nämlich zuletzt ein paar Gespräche geführt, die mich so ein bisschen zum Nachdenken bewegt haben, wo ich denke, na ja, okay, die Argumente waren gut, ich könnte mal drüber nachdenken. Ich tue mich aber schwer und deswegen ganz einfach mal interessenshalber: Wer von euch hätte Interesse an so einem Trading-Service? Wie genau das aussieht, also grundsätzlich erstmal die Frage, ob Interesse da ist. Schreibt mir dazu einfach nur einen Kommentar hier unter das Video. Und wenn, ich sag mal, wenn sich tatsächlich genügend Leute dafür interessieren, dann kann ich mal näher drüber nachdenken und mir vielleicht mal Gedanken machen, wie sowas aussehen könnte.